herzlich willkommen bei den Immo7 News. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und das sind die aus meiner Sicht interessantesten Beiträge für diese Woche. Immopreise haben Talsohle erreicht und deutscher Markt verunsichert. Nach wie vor sind viele Marktteilnehmer der Meinung, dass es im Gegensatz zu Deutschland bislang kaum eine Preiskorrektur am österreichischen Immobilienmarkt gegeben hat. Immo7, warum das eigentlich gar nicht stimmt und warum die Talsohle der Preise tatsächlich auch in Österreich erreicht sein dürfte. Die Preise am österreichischen Immobilienmarkt sind wertbereinigt deutlicher gefallen, als dies von außen erkennbar wäre. Zwischen Mitte 2022 und dem ersten Halbjahr 2024 gaben die Immobilienpreise um durchschnittlich 5% nach, wofür vor allem Preisnachlässe bei gebrauchten Immobilien verantwortlich sind, während der Neubau weiterhin zumindest stabil ist. Tatsächlich entsprechen diese um 5% niedrigeren Immobilienpreise gegenüber dem Preisniveau von vor 2 Jahren, aber einen tatsächlichen Rückgang um gut 15%. Denn anders als in vielen Jahren zuvor gab es zuletzt eben eine spürbare Inflationsrate, die bei der Betrachtung der reinen Preisentwicklung nicht berücksichtigt wird. Besonders stark sind die Gebrauchtimmobilienpreise übrigens in Wien zurückgegangen, nämlich im Schnitt um 1/5, wertbereinigt wohlgemerkt. Insgesamt geht der Markt aber davon aus, dass damit nunmehr die Überhitzung des Wohnbaumarktes abgeklungen und die Talsohle der Preise erreicht sein dürfte. Ein Blick nach Deutschland zeigt, wie man es in Österreich genau nicht machen sollte. Immo7 und welche Auswirkungen die seinerzeitigen Mietpreisbremsideen jetzt dort haben. Große Verunsicherung trifft den deutschen Immobilienmarkt, vor allem den Wohnungsmietmarkt. Derzeit klaffen die Mieten zwischen Neuabschlüssen und Bestandsmieten stark auseinander. Und zwar so stark, dass sich immer weniger Mieter dazu entschließen, umzuziehen, beziehungsweise den nötigen Umzug um 1 oder 2 Jahre aufschieben. Dahinter steht die Hoffnung vieler Mieter, dass sich diese stark geöffnete Schere wieder schließt. Ein Trugschluss, wie sich die Marktteilnehmer relativ einig sind. Denn auch in Deutschland sind die Wohnungsneubauten aktuell aufgrund der gestiegenen Zinsen deutlich zurückgegangen. Dieser nahezu Stillstand am Wohnbau führt mit großer Sicherheit dazu, dass die Mieten aufgrund der Verknappung in den kommenden Jahren weiter steigen werden müssen. Das waren die Immo7 News dieser Woche. Vielen Dank fürs Zusehen. Aber bitte bleiben Sie noch dran, denn jetzt kommt nochmals ich mit Rodlers Immoflog. In Deutschland ist, wie auch bei uns, der Wohnungsneubau nahezu zum Stillstand gekommen. Im traditionellen Mieterland Deutschland sind diese Auswirkungen freilich erst mit einer gewissen Zeitverzögerung tatsächlich sichtbar. Dann dafür aber umso heftiger und umso schwerer. Und so schwer, dass diese kurzfristig auch nicht zu korrigieren sind. Tatsächlich waren es dort ja nicht nur die gestiegenen Zinsen, sondern generell auch ein vermieterunfreundliches Umfeld, welches den deutschen Immobilienunternehmen schlichtweg die Lust am Wohnbau nachhaltig genommen hatte. Denn Mietpreisbremsen und da und dort bei unseren Nachbarn laut angedachte staatliche Eingriffe in den Wohnungsvermietermarkt generell haben einen völlig absehbaren Effekt gehabt. Es wurde schlichtweg weniger gebaut, weil es sich für Immobilienunternehmen halt nicht mehr gerechnet hat. Und der Trend des weniger Bauens geht sogar noch weiter in diese Richtung. Die Mietpreisbremsen wurden, soweit es ging, bereits wieder entschärft oder ganz zurückgenommen. Die Auswirkungen aber, die sind noch lange sichtbar. Es fehlen Wohnungen. Und der Fehlbestand wird Monat für die nächsten 3 Jahre mindestens immer mehr. Die Auswirkungen sind steigende Miete. Denn jeder weiß, wenn das Angebot knapp wird,
steigen die Preise. Jeder? Leider nicht jeder. In der Politik ist diese einfachste aller Wirtschaftstheorien noch immer nicht angenommen. Zumindest nicht in Österreich. Da wird immer noch über Mietpreisbremsen fantasiert und ähnliche Dinge. Wie sowas enden kann, sieht man jetzt in Deutschland. Oder könnte man? Das war Gerd Rodler, fast live aus dem Twin Tower.